Guten Morgen. Liebe Damen und Herren, ich beziehe mich noch einmal auf meinen gestrigen Beitrag, das Fasten und die Doris Lessing als Nobelpreisträgerin. Das heißt, wo sie beschreibt Folgendes: Der Mensch mit seinem Notprogramm entwickelt. Wader, der Kleinterrorismus im deutschen Strafraum. Literatur-Nobelpreisträgerin gesagt. Also die Doris Lessing, Nobelpreisträgerin für Literatur 2007. Der Mensch schaltet in Elendszeiten ein Notprogramm ein. Also der Mensch würde in Notzeiten, in Elendszeiten, wo er sich bedrängt fühlt, in einer Ghetto-Situation, denken wir an Tokio oder Großstädte, Metropolen, wo der Mensch zusammengezwercht ist, schlechte Luft hat, keine Freizeitgestaltung mehr hat, wenig Kultur und so weiter. Wenn er keine Familie hat, niemand, den er liebt und so weiter, dann fühlt er in sich ein Elend. Das hat nichts mit materialistischer Armut zu tun. Das ist auch beim Fasten kommt das vor. Das heißt, wenn man hungert und dürstet, dass man plötzlich das eigene Elend, das Zittern, das Beben des Menschen, also der Seele fühlt. Das ist genetisch vorgegeben, ist normalerweise in Hülle und Fülle wird das Programm nicht gefahren, gell? Also wenn Reichtum man fühlt, wenn man viele Freunde hat, wenn man Haustiere hat, die man liebt, wenn man viel Umgang mit Menschen hat, Zärtlichkeit und so weiter, dann fühlt man dieses nicht. Das verborgen, gell, in der Seele. Dann ist das latent vorhanden sozusagen. Aber wenn die Notzeit Hungersnot, wenn du 3 Tage, sagt der Nobelpreisträger, nichts isst und nichts trinkst, dann kommst du in so eine Panik, in eine Notsituation und dann wirst plötzlich hast Stimmen, hast neigst zu Halluzinationen. Also beim Fasten tritt das auch auf. Entweder beim freiwilligen Fasten, aber noch stärker beim unfreiwilligen Fasten, wenn man zum Fasten von anderen Personen durch Neid oder durch Verleumdung oder Meinheit hineingetrieben wird. Denken wir an unschuldig Inhaftierte, die zum Fasten veranlasst werden, ohne dass sie was beitragen. Das löst natürlich eine Reaktion dann auf, aus in der Seele. Und dann treibt irgendwo eine innere Stimme an und beginnt plötzlich zu sagen, werde, tu Also was. wehre dich, tu was, mach eine Handlung. Also wie kann ich mir da aus der Schlinge helfen, sozusagen? Steine die Leute zur Rede, die was die unterdrücken. Also versuche einen Ausweg. Oder die, was die ins Elend geführt haben. Oder versucht, den Schuldigen zu finden. Und dann hörst, entweder du hörst Stimmen oder du fühlst dich getrieben, du fühlst dich unruhig und plötzlich möchtest Also handeln. die Getriebenheit wird größer. Entweder dass du zur Rede stellst, der Der Unrecht, Versuch zum Klarstellen, sind wir da. oder dass sie angeht oder attackierst oder Oder die Attacke-Möglichkeit. oder dass sie bedrohst oder Alle Möglichkeiten ausschöpfen. dass du eine Vorhaltung machst oder dass du sagst, Also sie darauf hinweisen, dass du diese Panik oder diese Angstzustände jetzt erdulden musst, weil du merkst, dass da was nicht stimmt. Es fehlt dir was, nämlich das Wichtigste am Leben, das Lebenselixier. du musst ja ausschalten irgendwann. Der, was der Verursacher ist fürs Den Elend. Verursacher für dieses Elend willst du dann ausschalten, sozusagen. Und das ist ja nicht nur bei Entzug von Nahrung und also wenn man hungert und dürstet, sondern vor allem auch bei sozialer in der Enge getrieben sein. Das heißt, wenn ein alter Mensch zum Beispiel 30 Jahre ganz allein im kleinen Zimmer unbesucht in einem Altersheim verbringt oder wenn ein Mann
eingesperrt ist am Handarbeitsplatz, wo es sehr lärmt in der Fabrik ist, er aber sonst, wenn er heimkommt, keine soziale Beziehung mehr hat, keine Liebe, keine Partnerin und so weiter und kein Nachkommen. Das heißt, dann kommt in ihn auch solche Elendsprogramme werden zugeschaltet. Und da führt es dann häufig zu Amok oder Selbstmord. Verstehst? Weil es tut sich im Leben tugendhaft in der Perspektive, in dieser Hinsicht der Tugenden nichts mehr. Liebe, Tapferkeit, Großzügigkeit, Höflichkeit, Zärtlichkeit, das alles fehlt. Und dann läuft die Seele, obwohl vielleicht nach außen ein großer materieller Vorrat vorhanden ist oder sogar Überfluss vorhanden ist, in der Seele ein Notprogramm. Das heißt, man sieht das auch, wenn man den Terrorismus verfolgt und die einzelnen Personen oder Persönlichkeiten dafür analysiert, dass die ja manchmal in sehr großen, prunkigen Villen gelebt haben. Denkt man an Ulrike Meinhof, der ist nichts abgegangen. Die hat viele Studien gemacht, war überall privilegiert. Aber es muss da in der Person was abgegangen sein. Und so ist es auch manchmal bei narzisstischen Kindern oder Jugendlichen, die allein sind als Schlüsselkinder. Sie haben zwar materiell viele Dinge, die wir uns vielleicht früher nicht vorstellen konnten. Denken wir Computer oder sie haben Spielzeuge, sie haben Fernsehapparate, sie haben viele Apparate, aber fühlen irgendwie ein Notprogramm, das aus ihrer Seele schreit. Dieser brennende Dornbusch sozusagen, des Liebesentzuges. Das heißt, wenn niemand da ist, keine wahre mütterliche Liebe, keine väterliche Bezugsperson, die wirklich tapfer lebt, leben kann, das gestaltet die Liebe zur Freizeit und so weiter, vom Fischfang bis zum Rotwild, vom Jagd bis zum Ernten und Säen. Das heißt, wenn nichts mehr sich tut, dann ist diese Isolation fühlbar. Und die Isolation ist irgendwo eine seelische Ghetto-Grotte, eine feuchte, kühle, Und jetzt beschreibst du nekrophile. der Nobelpreisträgerin gut. Also der Liebesentzug sozusagen, der tut weh. Und der ist auch ansteckend. Wenn ein Mensch dann lange entbehren musste und er wird darauf angesprochen, hilf doch einmal irgendjemand, der in der Not ist, der kann da nicht mehr. Der hat dann die Kraft nicht mehr. Das ist auch so, wenn die Sexualität von einem Partner verweigert wird Das ist die auf eine Doris gewisse Fest. Zeit und dann kommt es umgekehrt, dass dann plötzlich dieser Verweigerer wieder will, dann kann der andere nicht mehr. Das geht nicht mehr. Dann ist aus. Verstehst? Das ist in den meisten Fällen so. Weil da ist eine eigene Funktionalität, ein Schutzmechanismus, der dann nicht mehr zurückschalten so leicht kann. Verstehst? Das wollte ich noch ergänzend erwähnen zu meinem heutigen Film. Also die größte Plage unserer heutigen Zeit, Gegenwart, ist der Liebesentzug von allen Seiten.